Einmal im Jahr feiern wir am 1. Juni unseren Kindertag und gleichzeitig unser Jubiläum. Mit Essen, mit Trinken, mit Spielen. Sie sollen rundum glücklich sein. Wir sind ganz, ganz stolz, die Plakette zu tragen, am Projekt Bestimmt Bunt, Mitbestimmung und Vielfalt in der Kita teilgenommen zu haben. Und die Plakette ist auch schon neben dem Büro gleich im Eingangsbereich festgeschraubt. Die Projektteilnahme hat uns ganz, ganz doll verändert. Wir haben ganz viel in der Richtung schon gemacht, aber durch die beiden Multiplikatorinnen haben wir ganz, ganz großen Anstoß gekriegt und haben ganz wertvolle Praxistipps gekriegt und sind in der kurzen Zeit einen Riesenschritt voraus, was die Projektarbeit betrifft. Anderen Kitas, die das machen möchten, kann ich nur empfehlen, sich ans Deutsche Kinderhilfswerk zu wenden. Anfangen auszuprobieren mit der Kinderkonferenz oder mit so einem Kummerkasten, dass die Kinder da überhaupt erst mal reinwachsen, dass sie was sagen können, dass nicht nur starr der Tagesablauf vorgegeben ist und man lernt beim Machen, sag ich mal. Ne? Das Geheimrezept ist, man muss es wollen, man muss es leben. Ich sage immer, jeder Einzelne muss seinen Job leben. Nicht den Job machen, ich bin Erzieherin geworden, sondern man muss ihn leben und dann schafft man alles.